Moldawien, der ärmste Staat Europas. Den Menschen fehlt es hier oft schon an den nötigsten Dingen. Die Armut in Moldawien zeigt sich in ganz alltäglichen Dingen. Die Menschen können sich weder Gas zum Heizen noch Strom leisten. Kein Essen oder richtige Schuhe, wenn Schnee liegt. Mit der Unterstützung des christlichen Hilfswerks Wort und Tat bietet das Diakonische Zentrum Gloria in Chadirlunga ein kostenloses Mittagessen an. Besonders ältere Menschen sind auf diese Hilfe angewiesen, wie die 76-jährige Jelena Dimitrievna. Wenn ich nicht hierher kommen würde, wüsste niemand, dass es mich überhaupt gibt. Und ich würde verhungern. Zum Glück habe ich erfahren, dass es hier ein Mittagessen gibt und den Menschen geholfen wird. Bis zu 100 Mahlzeiten kochen die Mitarbeiter von Gloria jeden Tag. Das Essen wird aber nicht nur am Mittagstisch ausgegeben. Viele Menschen nehmen es mit nach Hause, um dort gemeinsam mit ihren Familien zu essen. Ich freue mich sehr, dass es Gloria gibt. Und es ist eine große Hilfe. Alle sind sehr freundlich und nett zu mir. Ich wüsste sonst gar nicht, was ich machen sollte. Den Menschen fehlt aber nicht nur das Geld für Lebensmittel, sondern auch für gute und vor allem warme Kleidung. In der Kleiderkammer von Gloria bekommen bedürftige Menschen kostenlos etwas zum Anziehen, aber auch Bettzeug oder warme Decken. Es kommen sehr viele Leute, nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus anderen Dörfern. Und oft weinen die Leute und erzählen von ihrer Situation. Wir kleiden sie und ihre Familien oft komplett ein. Die Leute sind sehr dankbar und glücklich und zeigen dies auch immer. Zusammen mit den Menschen in Chadirlunga ist Wort und Tat dankbar, dieses Projekt begleiten zu können. Getreu dem Motto: Gott liebt die Menschen. Wir zeigen es ihnen in Wort und Tat.